Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Jura Intensiv. Mein Name ist Dirk Schweinberger und wir schauen auf den Augusttermin im ersten hessischen Staatsexamen und fragen uns erneut, ob denn wohl Arbeitsrecht oder Handels- oder Gesellschaftsrecht drankommt. Es ist wie immer klar, das ist natürlich nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, über die ich hier berichten kann. Sichere Tipps gibt es natürlich nicht. Schauen wir in die Vergangenheit. Was wird also im Termin im August 2018 mit einer größeren Wahrscheinlichkeit geprüft werden? Wenn wir uns die bisherigen Termine anschauen, zurück bis 2016, merkt man, dass es eine massive Untergewichtung des Arbeitsrechts in den letzten Terminen gegeben hat. Ich habe schon, ich weiß, in den letzten Videos hier die These vertreten, es muss langsam mal wieder Arbeitsrecht kommen. Ich habe inzwischen schon langsam das Gefühl, dass das Prüfungsamt absichtlich das Gegenteil macht. Spaß beiseite, wenn wir uns jetzt die Vergangenheit anschauen, wenn wir die letzten Termine mal Revue passieren lassen, dann haben wir seit 2017 5 Examenstermine gehabt. Da ist 4-mal Gesellschaftsrecht gelaufen. Gehen wir zurück bis zum Jahr 2016, haben wir 8 Examenstermine, in denen 6-mal Gesellschaftsrecht gelaufen ist. In der gesamten Vergangenheit, wenn man mal länger zurück betrachtet, waren Arbeitsrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht immer ungefähr gleichgewichtet. Das bedeutet, es baut sich im Moment ein massives Untergewicht, eine massive Unterrepräsentation des Arbeitsrechts auf. Ich kann nicht anders, als meine These zu wiederholen. Es wird höchste Zeit, dass mal wieder Arbeitsrecht geprüft wird. Und ich bleibe dabei, wenn man sich jetzt auf der Zielgeraden befindet und die Schwerpunkte in den letzten Wochen nochmal ausjustieren möchte, ich würde das Arbeitsrecht im Verhältnis zum Handels- und Gesellschaftsrecht übergewichten. Ich weiß, ich habe das in den letzten beiden Videos auch schon gesagt, es ändert aber nichts an der Statistik und es ändert nichts an den Wahrscheinlichkeiten. So viel von meiner Seite zum Augusttermin. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Staatsexamen. Alles Gute, viele Grüße, Ihr Dirk Schweinberger.